Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder YouTube Live. Ich habe das jetzt schon länger nicht mehr gespielt, es kamen mehrere Updates raus. Vor allem, da ist jetzt so ein Roblox-Symbol dran, okay. Ich habe schon gesehen, es gibt zwei neue Spiele, die man spielen kann. Und vor allem habe ich auch schon bei vielen anderen YouTubern gesehen, man kann jetzt auch live streamen. Und, ah, guck mal, die haben das YouTube-Logo durch dieses Roblox-Logo ersetzt. Einfach nur wegen vielleicht Copyright-Infringement. Einen Augenblick. Das Spiel heißt aber noch YouTube Live. Okay. Aber guck mal, die haben alle Models hier ersetzt. Okay. Naja, ich würde sagen, wir spielen einfach mal eins der neuen Spiele. Und zwar erstmal, ja, Video langweilig. Ich weiß. Ich kann es ja nicht besser. So, es gibt nämlich neben Cubepad jetzt auch Boatbuilder und Piu Piu. Und ich würde sagen, wir spielen unser erstes Boatbuilder-Video. Und das machen wir direkt in einem Livestream. Da sage ich dann mal, hey Leute, ich bin's Conny und herzlich willkommen zu meinem ersten Livestream auf diesem Kanal. Oh mein Gott, ich habe eine Million. Der spendet mir eine Million Dollar. Was? Warum? Make a choice. Happy Comment. Da. Happy Comment. Oh, kommt schlecht an. Oh. Na gut. 500.000k. Alles klar. Okay, das ist dann so ein richtiges Minispiel hier, das man wirklich spielen muss. Auf das H darf ich auf keinen Fall drücken. Ich verstehe. Sarkastisch. Yeah. Kann ich nicht einfach auswählen, dass ich gar keinen Kommentar mache? Hype, Hype, eine Million. Was ist das? Notice me. Ich notice dich nicht. Ich lese nicht den Chat. Ich livestream einfach nur. Best Streamer ever. Ich weiß. Ich bin der Beste. Jetzt gibt es hier ziemlich viele Bomben, auf die ich nicht drücken darf. Aber das ist ein ziemlich cooles Minispiel. Leute, ich würde aber sagen, das reicht. Ah! Es reicht erstmal mit dem Livestream. Wenn euch das Stream gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, ein Abo da. Bis dann und ciao! Ich habe einfach 6,9 Millionen Cash geearnt. Und ein Augen-Emoji noch dazu. Danke. Wenn das im echten Leben so wäre. Ich kriege in einem Livestream normalerweise, wenn ich Glück habe, mal eine Donation für 1-2 Euro. Und da bin ich sehr froh drüber, wenn mir donated wird. Aber hier kriegt man einfach so random eine Million donated. Alles klar. Ich weiß zwar nicht, welcher Livestream-Zuschauer sich denkt, boah, heute könnte ich ja mal eine Million donaten. Aber ja, scheinbar. Ich mache jetzt erstmal übrigens wieder meine ganzen Stats voll. Wobei es ja gar nicht so dramatisch ist, wenn die komplett auf Null sind. Scheinbar performen die Videos halt ein bisschen schlechter, wenn alles so ein bisschen unter 30% ist. Aber irgendwie ziemlich egal. The Camera Spider is attacking. Camera Spider? Okay, die schauen wir uns einfach mal an. Lass mich raus! Ich will nicht mehr gamen! Ich will nicht mehr gamen! Ich komme hier nicht mehr ab! Hilfe! Hilfe! Diese Maschine hält mich fest! Ich will nicht mehr spielen. Ich will gegen die Camera Spider kämpfen. Nein! Okay, schnell. Ich kann nicht sprinten. 13 Sekunden. 12. 11. 10. Warte. Hä? Okay, jetzt kann ich rein. Oh, warte. Die Camera Spider ist woanders. Die war im Shop oder wie? Na gut. Oh, ich kann gar nicht sprinten. Jetzt habe ich ja eine viel schlechtere Ausgangslage gegen diesen Bot. Naja. Damit muss ich wohl leben. Nur weil ich am Verhungern bin. Also ich muss echt sagen, dieser Conny hier im Game ist ziemlich peinlich. Also ich persönlich, ich habe seit 12 Monaten nichts mehr gegessen. Ich habe kein Problem damit. Nein, nicht auf mich schießen. Hör auf zu schießen. Ah! Lol, ich habe gerade gar nicht reagiert. Ohne Sprinten ist das schwieriger. Okay. Ich gehe da mal in mein Zimmer und ich würde sagen, ich esse ein bisschen was. Ein bisschen was reinhauen hier. Eier mit Speck. Natürlich vegan. Und dann nochmal Eier mit Speck. Diesmal nicht vegan. So. Dann würde ich sagen, nehmen wir. Okay, ich kriege nur schlechte Kommentare. Bei dem Kommentar kann man gar nicht erkennen, ob der schlecht ist, weil der ist einfach rot. Aber ich würde sagen, Piu Piu nehme ich einfach mal auf. Hey Leute, herzlich willkommen zu meinem ersten Video Piu Piu. Heute ist mit dabei Unperfekt. Und das war's auch schon. Bis dann und ciao. Zum Thema Unperfektes. Ich habe halt Piu Piu auch für meinen normalen Kanal schon aufgenommen. Aber das ist jetzt schon so 3 Monate her. Ich habe das Video zusammen mit Unperfekt aufgenommen. Ihr wisst gar nicht, wer Unperfekt ist, weil das ist mein erstes Video mit Unperfekt. Und es ist immer noch nicht online gekommen, weil ich das Video nicht gut finde. Das kommt vielleicht irgendwann in den nächsten Wochen, Monaten irgendwann mal online. Naja. Aber ja, mein Kanal läuft auf jeden Fall weiter. Ich würde sagen, ich gehe einmal zu Will rüber und gönne mir von Will dann ein paar neue Abonnenten. Und ich kann auch wieder sprinten. Ey, Will, wo sind meine Subs? Dankeschön. Wer bist du jetzt? Sponsorship. Hi, ich bin von Play Studios. Ich möchte deinen Kanal sponsern. Bitte mach 5 Videos zu dem Spiel Boatbuilder. Ich bekomme dafür 120k nur? Leute, man darf sich nicht unter Wert verkaufen, aber 350 Gems sind dann doch wieder gut. Ich nehme das Sponsorship an. So, 5 Videos zu Boatbuilder kriege ich easy hin. Leute, wenn ihr das erste Mal euer Placement bekommt, dann lasst euch nicht über den Tisch ziehen. Die 350 Gems, die haben mich überzeugt. Aber das Geld, das ist ja nichts im Vergleich zu dem, was ich mit normalen Videos hier verdiene. So, dann machen wir mal kurz Boatbuilder-Videos. Aber 5 Videos, ist das auch ein krasses Placement? Normalerweise macht man für ein Placement so ein Video. Das heißt ja auch Placement. Obwohl, es ist eine Sponsorship.
Na gut, aber für eine Sponsorship... ist ja auch egal. So, wir laden das Video hoch. Zum Glück habe ich hier jetzt meinen WLAN-Router. Dann kann ich ein bisschen schneller durchspeeden. So, erstes Bautbilder-Video kommt gut an. Sponsor freut sich. Und wir machen das nächste Video. So, und... Yeah, ich kann mir den RSPC leisten. Aber ich will den gar nicht haben. Ich will den nicht haben. Ich will einfach meinen Kanal rebirthen. Ich bin unzufrieden mit meinem zweiten Kanal. Ich will den einfach hinter mich bringen. So, dann zocken wir noch ein bisschen was, während das Video hochlädt. Tadam. So, jetzt nur noch 3 weitere Videos. Also gehen wir ran, löschen den einen Kommentar, auch wenn ich den gar nicht so negativ finde. Und wir recorden dann wieder ein Video zu Boatbuilder. Aber Boatbuilder, also Build a Boat for Treasure soll das da sein. Und das ist auch so ein Spiel, das kann ich nicht alleine aufnehmen. Das ist ein Spiel, das muss ich mit anderen Leuten zusammenspielen, weil sonst macht es gar keinen Sinn, finde ich. Naja, aber hier ist es ja scheinbar komplett egal, wie man was spielt. Alle Videos gehen perfekt ab. Selbst wenn man während des Videos gestorben ist. Wobei, wenn man während seines Videos stirbt und es schafft, daraus noch ein gutes Video zu schneiden, dann verstehe ich auch, dass das Video gut performt. So, wir essen jetzt noch mal ein bisschen Pfannkuchen. So, noch 2 weitere Videos. Oh, ziemlich viele schlechte Kommentare. Was soll denn das? Aber Livestream, muss ich sagen, ist auch eine neue Challenge hier in dem Spiel. Weil es ist gar nicht mehr so super leicht, perfekt zu performen bei Livestreams. Und vor allem finde ich es gut, dass man auch mal Fallen gestellt bekommt, die die Performance runterziehen. Es hat zwar natürlich overall dann wieder keinen negativen Effekt, wenn man einen schlechten Stream macht hier. Wir kennen es ja. Aber es ist schön, dass mal so ein bisschen Schwierigkeit in das Spiel reingebracht wird. Das hatte das Spiel wirklich überfällig, wie ihr ja in meinem letzten Video gemerkt habt. Da konnte man theoretisch alles falsch machen und trotzdem kein Problem. So. So, und damit habe ich mein letztes Video gemacht. Das schneiden wir jetzt noch einmal. Es muss gut werden. Der Sponsor schaut sich das an. Oh, es ist gut geworden. Es ist nicht sehr gut geworden, es ist gut geworden. So, und dann zocken wir nochmal ein bisschen. So, wir gehen raus. Natürlich ein bisschen Livestream mit meinem neuen Telefon. So, und... ich habe meinen Sponsorship gemacht. Jetzt will ich auch mein Geld haben. Gib mir mein Geld. Okay. Er ist weg. Er ist einfach weg. Okay, Will, wo es meine Abonnenten gibt. Danke. So, ich habe... ah, mir fehlen noch 1 Milliarde. Dann habe ich die 50 Milliarden. Ich will wenigstens die 50 Milliarden klacken. Wobei, ich brauche für den zweiten Kanal sowieso 1,2 Trillion. Ah, es könnte dann doch noch ein bisschen dauern. Für meinen dritten Kanal, nicht meinen zweiten. Aber damit die Videos ein bisschen besser performen, kann ich ja auch mal ein bisschen Geld ausgeben. Für ein bisschen besseren PC. Ich würde sagen, den Hazer PC. Hazer Monitor. Wir haben gutes Hazer Placement bekommen, Leute. Deswegen gönnen wir uns jetzt alles, was es so von Hazer gibt. Und... dann natürlich noch das Hazer Mic. Und zu guter Letzt die Hazer Camera. So, und the robot is attacking. Ja, Roboter mag ich nicht. Dann gehen wir nochmal rein. Ich würde sagen, wir spielen jetzt mal wieder ein bisschen Pew Pew. Weil Pew Pew macht Spaß. Pew Pew ist ein Spiel, das kann man eigentlich livestreamen. Das ist ein Spiel, das man wirklich livestreamen kann. Dafür ist es, glaube ich, auch da. Love your stream. Ja, ich auch. Oh, darf ich darauf klicken? Ich weiß es nicht. Ah. Ah, L. Was? Ah. Das ist blöd, wenn dann ein guter und ein schlechter übereinander sind. Yo, ja, keine Ahnung, was ich tun soll. Aber der Stream, der performt wirklich schlecht. Ah, nee, der performt gut. Links ist gut und rechts ist schlecht. Oh, das finde ich komisch. Ah, ah, Entschuldigung, 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 das wollte ich nicht. Funny Comment. Funny Comment kommt nicht an. Okay. Meinetwegen. Ich möchte doch nur Funny Conny sein. Ich will keine ernsten Kommentare machen. So. 5,7 Millionen. Ich krieg so viel Geld gespendet. Das ist nicht zu fassen. Also das ist wirklich eine Money-Printing-Maschine. Wenn ihr wissen wollt, wie man am besten Geld bekommt in diesem Spiel, livestreamt einfach. Livestream ist ja so Overkill. Guckt euch das an. 6,2 Millionen, beste Streamer. 6,6 Millionen, bist mein Lieblingsstreamer. 6,6 Millionen, du bist der Beste aller Zeiten. Es ist nicht zu fassen. Nochmal, ich bin der Beste aller Zeiten. Hype, Hype. Ja, Mann, Hype, Hype. Stell dir vor, du donatest jemanden 4 Millionen und sagst dann einfach Hype, Hype. Ich meine, für eine 4 Millionen Donation... ja, Money. Ja, danke für das Money. Danke, FT Blake, für die 5,7 Millionen. Und auch danke an X Leona für die 3 Millionen. Aber alle meine Kommentare werden gehasst momentan. Keep up Content. Ja, ja, ich werde weiter grinden. Aber ich würde sagen, ich muss den Livestream auch mal beenden. Ich habe heute genug Noobs geschlachtet. Das wäre es mit dem Stream. Nicht vergessen zu liken und zu abonnieren. Bis dann und... oh, warte, ich muss den Stream nochmal schnell eine bessere Performance geben. Ah!
Und ciao. Einfach 108 Millionen verdient mit Pew Pew. Dankeschön. Ich meine, damit kann man leben, ne? Damit kann ich leben, ja. Man kriegt aber keine Subs dazu. Und das ist ein bisschen unrealistisch, weil gerade durch Streamen bekommt man auch viele Abonnenten dazu. Zumindest ist es auf YouTube so. Auf Twitch ist das anders. Auf Twitch streamt man, um Geld zu verdienen. Da macht man so viel Geld durchs Livestream. Auf YouTube bringt es einen vor allem Abonnenten, wenn man streamt. Zumindest, wenn man noch ein kleinerer Streamer ist. Vielleicht ändert sich das ja, wenn man größer wird. Wer weiß. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal ein Video. Und zwar zu dem Spiel, das mich groß gemacht hat. Und zwar The Murderer 2. Hey, ich bin's wieder, euer Murderer 2, Conny. Und Camera Spider. Via the Portal. Ach, in dem Portal in meinem Studio. Okay, das schauen wir uns an. Warte, wir schneiden kurz das Video fertig. Ich habe das Gefühl, ich werde den Boss mal wieder nicht besiegen können, weil ich den normalen Roboter ja nie besiegen kann. Auf ins Studio! Dafür ist das Portal also da. Für noch einen Boss. Das macht Sinn, daran hätte man denken können, weil da ist ja auch ein Riesenportal in der Mitte. Gut, wir gehen jetzt zur Kamera, Spider. Kampf im Garten. Nein, warum? Ah. Na gut, Will, wo sind meine Abonnenten? Ja, gib, danke. Warum hängt hinter dir eigentlich so ein Riesen-Smartphone? Da ist ein Loch in der Wand. Wie kann ich da durch? Hey, da ist ein Secret. Ich will wissen, was hinter diesem Secret ist, Will. Was hast du mir zu verbergen? Was hast du mir zu verbergen, Will? Wie komme ich da rein? Leute, falls ihr wisst, was sich hier hinter befindet, schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich bin ja noch bei weitem nicht so weit, dass ich irgendwas machen kann. Ich kann jetzt in meinen Merch-Shop einfach mal einen Hoodie stellen. Keine Ahnung, was es mir bringt. Und wir würden dann nochmal ein Video machen. So, wir spielen ein bisschen Cops and Robbers. Lang nicht mehr gespielt. Jailbreak ist auch ein Spiel. Das würde ich nur zusammen mit Freunden spielen. So alleine sehe ich da keinen Sinn. Das Video ist dann halt nicht unterhaltsam. Und alleine kann man über solche Spiele Videos machen, so Update-Videos. Aber dafür bin ich gar nicht genug in der Materie drin. Deswegen gibt es viele Spiele, die würde ich nur mit Freunden zusammenspielen für den Unterhaltungswert. Das sieht auch komisch aus, wenn mein dritter Monitor so ein bisschen in meinen Play-Button reingeht. Und dann machen wir direkt noch das nächste Video, und zwar zu Blockshaven. Recorden wir nochmal ein Video. Bam, bam, bam. Ich müsste ja theoretisch jetzt schon wieder einen neuen Play-Button haben, den ich mir dann wieder irgendwo aufstellen müsste. Aber es ist so anstrengend. Man kriegt so viele Play-Button hinterhergeschmissen hier. Wer will die denn? Ich brauche eine Wohnung für mehr, eine größere Wohnung für all meine Play-Buttons. Was soll denn das? Baue Inventar, dann auf Auszeichnungen, Play-Buttons. Und hier sind zwei weitere Play-Buttons. Ja, packen wir den hier hin und packen wir den nach hier hin. Ja, wunderbar. Blocksaven geht gut ab. Ui. Hör auf mit YouTube. Nee, ich mache noch ein bisschen weiter. Noch ein bisschen. Wir spielen jetzt nochmal Adopt Us. Yeah, yeah. Adopters, ihr wisst Bescheid, Leute. Oh, ein guter Schnitt. Ein mittelguter Schnitt und ein schlechter Schnitt. Ja, sagen wir, das war ein mittelguter Schnitt und der andere war ein nicht so guter Schnitt. Okay, jetzt nochmal ein bisschen schlafen, zocken, essen, weil das habe ich jetzt wieder eine Weile lang liegen lassen. Drrrt, please. Ein bisschen Spaß haben. 5,1 Milliarden Aufrufe, das müsst ihr euch vorstellen. Naja, aber als nächstes muss ich auf jeden Fall zu Will gehen und mir meine Abonnenten abholen, weil das ist der Grind, um, wenn man dann einen zweiten Kanal hat, überhaupt neue Abonnenten zu bekommen. Es halt wirklich immer zu Will gehen. Selber Videos machen ist gut, schön und gut. Aber wenn man wirklich vorankommen will, muss man nach jedem zweiten Video auf jeden Fall zu Will gehen, sich seine Subs abholen. Weil so macht man Fortschritte. Aber jetzt habe ich schon fast ein Zehntel von dem, was ich brauche für meinen dritten Kanal. Und den dritten Kanal will ich wirklich haben. So, du nervst. Du nervst selber. So, wir spielen jetzt ein bisschen Boatbuilder, weil es gerade trendet. So, haben wir aufgenommen. Dann werden wir es nochmal ein bisschen schneiden. Nein, mein PC ist kaputt. Nein, ich habe ihn repariert. Ich bin so ein Boss. Nennt mich Boss. Der Roboter attackiert. Den Roboter will ich nicht. Ich will diesen Giant Spider-Bot nochmal haben. So, dann gehen wir uns nochmal schlafen. Gehen wir nochmal zocken. Mein Video geht ab. Macht einfach über 10 Milliarden Aufrufe. 20 Milliarden Aufrufe. Und 1,3 Milliarden Abonnenten. Nur. Ne, obwohl es ein trendendes Video war. Während Will uns einfach 20 Milliarden Abonnenten bringt. Wenn ich jetzt wieder zu ihm gehen würde. Mach trotzdem noch ein Video zu Boatbuilder. Ich habe mir die Bilder noch gar nicht angeguckt. Und der Camp Spider Bot ist attacking. Das bedeutet, wir gehen dann auf jeden Fall rüber zu Bill. So, und. So, sie baut das Boot. Are you sure this is good enough? 100% sicher. Okay. Also das war jetzt nicht so kreativ, kein lustiger Pun. Aber laufen wir zum Camera-Spider-Bot oder so. Wie viele Sekunden habe ich? Kampf im Gang. Warum komme ich immer zu spät? Ich darf echt nicht so viele Videos machen. Aber komm, ja, ich habe einen neuen Button. Alles klar, so sieht er dann aus. Den 100-Billion-Button. Stellt euch vor, so jemals würde jemand 100 Milliarden Abonnenten bekommen. Das war gar keinen Sinn machen würde, weil es gar nicht so viele Menschen gibt. Und ja, es gibt viele Zweit-Accounts. Aber irgendwann ist auch Schluss. Irgendwann ist Schluss. Aber wir stellen uns den neuen Play-Button dann hier auf jeden Fall hin. Hier in die Ecke. Ich will nämlich keiner. Und wir spielen nochmal Boatbuilder. Also Videos, Subs macht man halt wirklich nicht mehr mit Videos.
Und durch Livestreams macht man hier auch gar keine Subs. Alles doof. Ich will mehr Abonnenten haben. Naja. So. Oh, das Video geht ab und hat einen Trend. Und ich mache 100, 200, vielleicht sogar 300 Milliarden Aufrufe. Ich mache 300 Milliarden Aufrufe und nur 5,2 Milliarden Abonnenten. Ja, vielleicht, weil mich auch schon so viele Leute abonniert haben. Weil wir wissen ja, das sind sehr unrealistische Subzahlen. Very sus. Ja, das würde ich auch sagen. So, dann schneiden wir das Video noch ein bisschen. Das war ein schlechter Schnitt. Und das war auch ein schlechter Schnitt. So, dann essen wir nochmal was. Ich habe einen Salat gepurchased. Oh, das Video geht wieder so krass ab. Es ist nicht zu fassen. Nicht lustig, selber nicht lustig. Ja, immer wenn es trende, dann kriegt man schlechte Kommentare. Daran kann man leider nicht viel ändern. Stellt euch vor, während meines Placements hätte das so getrendet. Naja. Wir gehen auf jeden Fall jetzt mal wieder runter und holen uns mal einen anderen Abonnenten von Will ab. Weil Will sollte mir jetzt langsam mal wieder ein bisschen mehr Abonnenten bringen. Guck mal, der Trend ist vorbei. Ich mache in Anführungsstrichen nur noch 5 Milliarden oder 6 oder 7. 7 Milliarden Aufrufe auf das Video. Als ob das was Schlechtes wäre so. Beginnt in 1 Minute 56. Okay, so lange warte ich. Ich werde so lange hier ein bisschen Livestream draußen. Dann bin ich vorbereitet. Wir gucken jetzt noch einmal, ob ich hier Schätze unter Wasser finden kann. Da unten ist einer. Mein Schatz. So, mein Schatz. Und da hinten ist noch einer. Mein Schatz. Ist keiner? Ich dachte gerade, der Cam Spider-Bot greift jetzt schon an. Okay. Da hinten ist noch einer. Den Schatz will ich noch holen. Gib ihn mir. Gib's mir, gib's mir. Ja. Sehr gut. Okay, und jetzt gehen wir ins Studio, weil jetzt sollte der Bot auch langsam mal angreifen, oder? Oh, noch eine Minute. Ich hab gar nicht. Na gut. Verkauft sich mein Merch nicht? Achso, ich muss mein Merch jetzt packen. L? Achso, ich muss dann einfach klicken, wo es hin muss. XL. Okay, ich sortiere meinen Merch selber. Ich dachte, ich habe dafür Angestellte. Was soll denn das? Ja, okay. Mein Merch ist sortiert. Was muss ich jetzt machen? Ich muss ihn ausliefern. Ich muss ihn selber ausliefern. Was soll denn das? Ich dachte, ich bin der reiche YouTuber. Hier, nimm. Als ob das so lange dauert. Viel Spaß damit. Nee, ich kann jetzt nicht noch mehr Merch liefern. Das reicht. Das reicht. Ich will nicht mehr. Okay, Gott sei Dank. Beginnt in 3 Sekunden. Und... aha, ich bin drin. Und da ist sie. Okay, ich habe Angst, dass ich jetzt versage, Leute. Ich hoffe, die hat leichtere Angriffspattern. Aber ich habe das die Befürchtung, dass sie nicht leichtere Angriffspattern hat. Ich muss aber sagen, die Map hier sieht cool aus. Sehr abgespaced mit diesen ganzen Partikeln, die hier rumfliegen und so. Alles ziemlich cool. So, und ich krieg wieder die gleiche Waffe, mit der ich jetzt auf den Bot raufschieße. Oh, op, op. Das kriege ich hin. Das kann ich. Damit kenne ich mich aus. Aber der kann auch mal aufhören. Ich kann mich gar nicht auf Zielen konzentrieren, wenn ich die ganze Zeit ausweichen soll. Hallo? Oh, ist langsam echt anstrengend für meine Augen, Leute. Leute, ihr müsst wissen. Oh, ja, danke. Ihr müsst wissen, ich kann mit dem linken Auge nicht sehen. Hab deswegen kein dreidimensionales Sehvermögen. Und wenn die Kamera so wackelt auf dem Bildschirm, dann wird mir selbst schwindelig davon. Oh. Okay, jetzt stirb endlich, bitte. Nein! Geh da weg. Geh da weg, geh da weg, geh da weg. Was soll ich machen? Ich muss achten laufen. Ich hab's verstanden. Ich muss achten laufen, dann kann ich immer außen rum. Okay, okay. Okay, sehr gut. Bitte nicht mehr angreifen, das reicht jetzt. Nein, hör auf. Hör auf, hab ich gesagt. Auf, hab ich gesagt. Auf, hab ich gesagt, please. Darf ich durch den Laser durchlaufen? Ich glaube nicht. Deswegen muss ich hier mal so achten laufen. Die sind doof. Bitte hör auf, please. Ja, jetzt stopp, 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 stopp. Stopp, 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 stopp. Stopp, 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 stopp. Nein, hör auf. Hör auf, ich werde dich vernichten. Ich werde dich vernichten. Er hat schon 0. Ja, ja, okay. Ich hab's geschafft. Yeah. Und ich bekomme 20 Milliarden Abonnenten. Wow. Okay. Well, da gibst du mir einfach das Doppelte fürs Nichtstun. Naja. Aber ich habe den Spider-Roboter besiegt. Und ich weiß auf jeden Fall jetzt, wie man ganz viel Cash in diesem Spiel macht, indem man einfach live streamt. Ich brauche gar nicht mehr so viel Cash. Ich weiß gar nicht, wenn man Rebirth, verliert man auch sein Cash? Ich weiß es nicht. Wir spielen auf jeden Fall noch mal ein bisschen Pew Pew. Noch ein weiteres Pew Pew Video mit Unperfekt. Als wir das Unperfekt Video aufgenommen haben, ich war auch ziemlich müde. Es war ziemlich spontan und gechillt. Ich war nicht richtig im Aufnahmemodus. Deswegen ist das Video nicht so gut geworden. Deswegen verschiebe ich das auch die ganze Zeit. Das ist wie gesagt schon seit Monaten fertig. Ich gehe jetzt einmal den Typen fragen, wenn ich rebirthe, was mich der Spaß kostet. So, und? Ah, hier steht's nicht. Ah, na gut, dann weiß ich nicht, ob ich vorher mein ganzes Geld ausgeben sollte oder nicht. Ich werde mein Geld aber ausgeben. Ich will nämlich einen besseren PC. Vom Monitor-Setup bin ich mit dem hier jetzt schon am zufriedensten. Trotzdem will ich einen besseren PC. Gib mir den Rave-PC. Nee, den X-Series-PC. Yeah. So, wir gehen auf jeden Fall nochmal zu Will, holen uns ein paar Subs ab. Weil nach einem Video habe ich schon wieder 23 Millionen Subs, die ich hier abholen kann. Ist nicht zu fassen. Und dann löschen wir nochmal ein paar Kommentare. Das Spiel ist immer noch nicht realistisch, was das Kommentare löschen angeht. Weil eigentlich müsste man ja eigentlich nur... ich lösche zum Beispiel nur Spam-Kommentare von irgendwelchen Bots.
Und das ist auch das allergrößte Problem, das YouTube momentan hat, dass halt überall so Spam-Kommentare kommen. Yeah. Die Leute lieben mich so sehr. Wo bleibt meine erste Donation? Dankeschön. 30 Millionen. Das reicht. Puh, schnell weg. Schnell abhauen mit dem Geld. Mein Geld. Ich glaube, ich könnte mal wirklich so einen Stream machen. Ich streame, bis ich die erste Donation bekomme. Das Problem daran ist, die Leute würden wahrscheinlich dann nicht donaten wollen, weil sonst würde der Stream enden. Und ich müsste ziemlich lange streamen. Und ich habe leider nicht die Zeit, um lange zu streamen. Sonst würde ich das gerne machen. Oh, ich wünschte, ich müsste nicht arbeiten. Dann könnte ich wirklich mal so Livestream-Projekte machen. Aber aktuell, wisst ihr ja, streame ich immer nur am Samstag. Weil ich Samstag meistens frei habe. Letzten Samstag hatte ich nicht frei. Letzten Samstag musste ich arbeiten, deswegen konnte ich doch nur eine Stunde lang streamen. Das war auch ganz lustig. So, machen wir das nächste Video. Hör auf, mich Noob zu nennen. Oh, dann spielen wir noch mal ein bisschen Cops and Robbers. Habe ich das ausgewählt? Ich weiß gar nicht. Was spielen wir eigentlich gerade? Cops and Robbers, glaube ich, oder? Please, 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 please. Ja, Cops and Robbers. Zzzzt. Er fällt die Treppe runter. Und er ist tot. So, dann gehen wir nochmal zu Will, weil Will hat jetzt bestimmt schon wieder 40 Milliarden Abonnenten für mich. Und das ist der Grind in dem Spiel. 30 Milliarden, na gut. Dann können wir nochmal ein Paket ausliefern, weil ich habe beim letzten Mal nicht darauf geachtet, was es mir überhaupt gebracht hat. So, laufen wir mal durch die Nachbarschaft. Ey, du da hinten! Ey, du da hinten! Camera Spiders attacking, ja, will ich jetzt nicht. Deliver Box, nimmst du Paket? Ich weiß, du hast dich bestellt, du nimmst trotzdem. Okay, ich habe Cash bekommen, aber ich sehe nicht mal, wie viel Cash. Wow. So, Will, wo bleiben meine Subs? Gib her. Aber Leute, ich würde dann sagen, ich habe mir jetzt erstmal alles angeguckt. Im nächsten Video werden wir dann versuchen, den nächsten Kanal voll zu bekommen. Das war's jetzt erstmal mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal für mehr Videos. Bis dann und ciao.